Oh nein! BT! Tu das nicht! Wieso? Toll. Wer bist du denn? Meint er ist ein Löwe oder was? Mit seinem Pelz. Wir haben 18 Stunden. 18 Stunden, um die Lade zu sichern und die Lieferung vorzubereiten. Hey Richter, lassen Sie die Leichen liegen, Sie kranker Mistkerl. Wir haben hier eine Aufgabe, klar? Fürs Saubermachen werden wir nicht bezahlt. Vorwärts! Okay. Guten Morgen erstmal nochmal an alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Hallöchen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wow, was ist das denn? Es hat Hunger. Oh. Okay. Aus. Oh, du lebst ja noch. BT, übertrage Autorisierung auf neuen Piloten. Verbindung. Bravo Tango. 7274. Cooper, nehmen Sie meinen Titan. Nehmen Sie meinen Helm und mein Jumpkit. Jetzt wird's ernst. Pass auf ihn auf. Und wenn ich gar nicht deine Größe habe? Was soll ich dann machen? Ich kann nicht mal eben irgendwo in den Laden gehen und mir neues Jumpkit holen und neuen Helm. Aber ein Häufchen Steine krieg ich hin. Dann bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass der Scheiß passt. Und dann geht's ab. Pilotenkampfsysteme werden initialisiert. Okay. Persönliche Tarnung. Explosionswaffe? Achso. Schusswaffen? Okay. Energiestufe kritisch. Scanner auf Energiequellen. Unbrauchbar. Unbrauchbar. Okay. Brauchbar. Super! Energie unzureichend. Okay, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg. Mit einer Schrotze. Ah, okay. Ich bleib bei dir. Aber was man hier... Es sieht echt gut aus. Mein lieber Scholli, echt, es sieht richtig gut aus, das Spiel.
Doppelsprung offline. Das ist natürlich ungünstig. Das heißt, ich komme da ja gar nicht direkt hoch. Vom 3. Grenadierregiment. An alle Überlebenden der Miliz sind auf dem Weg zum IMT-Sender an Position 772981. Hier ist Tatendendung vom 2. Infanterieregiment der Miliz. Okay. Das sieht so gut aus. Hammer! Also die Grafik ist echt bombastisch. Was ist das denn? Irgend so ein Flugzeug? Eindringlinge der Miliz. Hier spricht General Mader von der Interstellar Manufacturing Corporation. Sie verstoßen gegen geltendes Recht. Ich biete Ihnen eine kurzfristige Amnestie an. Ergeben Sie sich bei einem IMC-Offizier. Falls Sie sich weigern, werden Sie eliminiert. Ja, das nehme ich in Kauf. Lieber stehend sterben als kniend leben. Lieber 1000 Qualen leiden, als einmal aufzugeben. Oder wie heißt es noch? In solch lyrischen Songtexten. Doppelsprung online. Der einfache Soldat ist nicht mehr denselben Soldat. Aber dieses Ding, den sagt, wird planmäßig online. Denkst du, es stimmt, was wir über das Ding sagen? Ja, weil ich das nicht stimmt. Wenn das stimmt, steht der Miliz in verdammt schlechter Tat. An alle Milizstreitkräfte in diesem Bereich. Wir werden sie finden. Legen Sie sofort die Waffen nieder und ergeben das sie hier sich. So? Leisten Sie keinen Widerstand. Bewaffnete Milizangehörige werden sofort erschossen. Okay. Okay, das ist doch weiter weg als gedacht. Ich dachte, das wäre direkt um die Ecke. Aber okay, wir gucken mal, was wir... Oh, oh. Aufs Maul, mein Freund! Nicht mit Commander. Eine Hemlock. Nee, ich möchte keine Hemlock. Was kriege ich hier? Eine Hemlock. Okay, dann probieren wir die mal aus. Ist in Ordnung, der kann nicht mit umgehen. Hi, der Landvogt. Moin. Okay, die ist gut. Die gefällt mir. Nur nicht gegen die Viecher. Was haben wir hier? Nehmen wir wieder die. Das Gefühl, die kommen unendlich lange nach. Okay. Also ich habe gerade gelesen, man kann die Spectres wohl auch hacken. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das anstellen soll. Ich glaube, ich muss erstmal da hoch.
Und dann muss ich da hinten rüber. Genau. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Schaffe die aufgeladene Titan-Batterie. An alle Milizangehörigen. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sie sich auf Typhon befinden. Dieser Planet wird von der ISS. Okay, was geht hier ab? Na, hätte ich Aussicht auf den Titanen, würde ich das hier auch machen, aber... Würde jeder von uns alleine kämpfen, hätten wir gegen die Einzigen keine Chance. Hi, Pikorex, guten Morgen. Alles klar, Xilian. Ihr seid alle hier, weil ihr Teil von etwas Bedeutendes sein wollt. Ich hab grad keine Ahnung, wo ich hin soll. Okay, wahrscheinlich zur Batterie, ne? Wir kommen hier aber nicht durch. Alleine kämpfen. Gegen die Einzigen keine Chance. Okay. Gehen wir nochmal hierhin zurück. Das sieht richtig aus. Ah, okay. Da haben wir dann die Titan-Batterie. Würde jeder von uns alleine kämpfen, hätten wir gegen die Einzigen keine Chance. Was? Bewegung? Hier hat sich nichts bewegt. Frauenrechtsbewegung, ja, höchstens. Aber sonst? Flatline. Ach so. Okay, die KI hier ist bis jetzt noch nicht so die tollste. Das macht aber Energieniveau nichts. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Ich hab's verstanden. So, du kriegst... Okay, da ist auf jeden Fall ein Slot gewesen für mehr Batterien. Das heißt, wir bekommen bestimmt im späteren Verlauf des Spiels noch mehr. Energie bei 70%. Datenkern reinitialisiert. Okularsystem online. Fokuskorrektur. Sind Sie okay, Pilot? Natürlich. Ich denke schon. Halt. Hast du mich gerade Pilot genannt? Ja. Der verstorbene Captain Lester Moser hat Sie in den Rang eines Interimspiloten berufen. Glückwunsch zur Beförderung. Geil. Nennen Sie mich BT. 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 Meine Systeme werden neu gestartet, aber eine dritte Batterie würde den Prozess beschleunigen. Ich bleibe hier. Oh, im Ernst jetzt? Ach, komm schon! Derzeit unterstütze ich Sie über Ihr Helmfunkgerät. Soweit möglich. Ach so, was denn? Mit geistiger Unterstützung oder was? Oh Mann. Ja, das habe ich mir schon gedacht. An alle Mitglieder der Miliz. Die IMC gewährt allen, die sich ergeben, freies Geleit in die Strafanstalt von Angel City. Sie wären gut beraten, sich umgehend einem Suchtrupp der IMC zu stellen. Pilot, ich rate davon ab, sich der IMC zu stellen. Die Sprachmusteranalyse besagt,